Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Miss Survival. Ein neuer Tag, neues Glück. Wir haben 13.04 Uhr und Minias muss Steine suchen. Ich hoffe, ich finde jetzt Steine. Wir brauchen nämlich 20 Steine, damit wir uns eine Schmiede machen können. Da muss ich mich nicht hinter zu dem Bauernhof. Ich nehme mal lieber die Axt raus. Falls der Bär vorbeikommt und Hallo sagen will. Glaube ich nicht, dass ich mit der Axt wegkriege, aber ich kann es ja zumindest probieren. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Der Minias hoffentlich auch. So ein bisschen Respekt, wenn es so... Steine sammeln, Steine sammeln. Oh, wenn Meinung noch reinkommt und so ein Kram, das wird bestimmt gut. Was denn das? Hähnchenschenkel? Blueberry. Symbole für was zu essen. Federn. Stimmt, aus Federn konnte man sich einen Schlafsack machen. Ich habe das Gefühl, dass hier die Sachen spawnen 16. Wir brauchen noch 4. Warte mal, den Nass können wir wirklich wegtun. Die müssten doch stacken, ich wollte gerade sagen. Dass der Loot erst spawnt, wenn man in die Nähe kommt. Also man läuft hier so langsam durch und dann taucht vor einem auf einmal der Gram auf. Ich glaube nicht, dass der permanent da liegt. Zumindest habe ich das Gefühl, dass man das dann erst sieht in dem Moment. Bettchen brauchen wir nicht. Ja, wir fangen diese Folge an mit Steine suchen. In der letzten Folge Schränke durchsuchen, jetzt Steine durchsuchen. Und wir haben 16.20. Sehr gut. So, wir müssten jetzt eigentlich eine Schmiede machen können. Können wir zum Beispiel auch in die Garage stellen, aber ich würde es am liebsten hier drinnen aufbauen. Mal gucken, ob das geht. Bertha. Eine Schmiede. Ein Hammer und eine Säge brauchen wir noch. Da haben wir doch genügend. So, mal, die ist noch gut. Komm, 200er Hammer ist doch egal. Haben wir noch einen defekten Hammer? Intakte Säge. Intakte Säge. Hier ist ein kleiner Hammer. Nehmen wir den. Und nehmen eine 100er Säge. Eine 100er. Alles klar. So. Jetzt ist die Frage, können wir die hier drinnen aufbauen? Sieht nicht so aus, außer wir machen hier Platz. Außer wir machen hier Platz. Warte mal, können wir die quer? Ist viel zu groß. Ist sie zu hoch? Könnte natürlich auch zu hoch sein, ne? Gott. Cancel. Warte mal. Wir hacken hier mal ein bisschen das Holz weg. Gucken, ob ich die ins Nachbarzimmer kriege. Ah, sie ist doch zum... Mäuse melken, was brauche ich denn für dieses Ding? Schon. Nägel, Kästen, Bretter, Dings. Was haben wir noch drin? Wir haben noch Schrott einstecken, den wir nicht unbedingt brauchen. Dann können wir den aus dem Inventar rausziehen. Dann machen wir es halt hier rein. Die Blaubeeren können wir zum Essen packen. Aha. Können wir nicht. Wir haben keinen Platz. So. Mal gucken, ob das langt, um das Zeug hier wegzuwerfen, wegzunehmen. Geht okay. So, dann schauen wir doch mal. Das ist totaler Quatsch. Ich muss raus. Nichts. Ich muss hier raus. Okay, das bringt nichts. Die Schmiede kriegen wir nicht hin. Wo setzen wir sie hin? Hier geht es zum Hackklotz da hinten. Wobei, den können wir umtransportieren, oder? Den Hackklotz. Nee, können wir nicht. Aber wir können einen neuen bauen. Wie gesagt, wir bauen ihn hier ran. Aber dann habe ich so ein bisschen Angst, dass die Zombies, wenn sie kommen sollten, das Ding zerklopfen. Und von daher setzen wir die hier irgendwo hin. Ja, den Wasserturm. Wolsen. Oh, das ist mal ein kleines Ding. Ja gut, das Ding wäre auch viel zu hoch gewesen, sehe ich jetzt gerade. So, hier machen wir die Schmiede hin.
3,5 Stunden. Okay, da werden erst Steine reingeklopft. Dann werden hier Metallkomponenten reingesetzt. Wetter angenagelt. Dunkel. Und nur noch mal ein paar Steine. Ein paar. Oh Gott. Schöne Arbeit hier. Ja, Wolsen. Wir haben es geschafft. Wir haben eine Schmiede. Sehr, sehr nice, Dude. Ja, gut, das hätte ins Wohnzimmer auf jeden Fall nicht reingepasst. Das wäre ein bisschen hoch gewesen. Das sehe ich ein. Ja, cool. Das heißt, wir müssten jetzt hier irgendwie. Ne, das ist zum Einschmelzen. Ah, hier kann ich es dann her. Ah, Machete, sehr gut. Hier Eisenbarren. Das ist ja gut. Dann würde ich sagen, was brauchen wir denn hier? Und wir brauchen Brennmaterial. Ich hole mal Eisen. Machen wir das Licht an. Und holen wir ein bisschen Eisen. Haben wir ja wirklich genügend von. Jetzt holen wir erstmal das raus, was in den anderen Dingern hier drin liegt. Oh, da ist nur Holz. Da ist noch was. Und hier haben wir eine ganze Menge. Wir gucken erstmal, was dabei rumkommt, wenn wir diese paar Stacks einschmelzen. Das hier. Ah, 8 Stück gibt jeweils. Ah. Das langt uns da erstmal. Lassen wir das erstmal durchlaufen. Das dauert eine Stunde. Dann kann das mal schön vor sich hin brodeln, würde ich sagen. Und dann essen wir erstmal was und hauen uns aufs Ohr. Und dann müssen wir unbedingt einen Bären jagen. Bin ich überlegen, ob ich mit der Schrotze auf Bärenjagd gehe. Wir haben hier auch noch zu essen. Okay, warte mal. Was? Das? Guck mal hier, die sind ja perfekt. Tomatensoßen füllen ja alles auf. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal ins Bett. Wenn es Nacht werden sollte und hier irgendwas Komisches passiert. So, wir pennen mal. Wir pennen einfach mal eine Stunde. Still. Irgendein Geräusch. Schön, dass ich was gehört habe. Nein, ich muss hier nicht auf Meld drücken. Oh, fuck. Fuck! Da brauche ich Holz. 2 Latten haben wir doch noch mehr. Ich würde sagen, wir machen uns auch noch eine Kreissäge. Da haben wir noch welche. Wir machen uns auch noch eine Kreissäge. Damit wir nämlich diese Holzbretter herstellen können. Na, Schmiede, haben wir es geschafft. Was? Ah, es sind jeweils 4. Ah, das sieht man nicht. Man sieht die Anzahl nicht. Jetzt habe ich schon einen Schreck bekommen. Und die stacken zu 8. So. Machen wir uns mal eine schöne American Eagle. Sehr gespannt. So. Was können wir denn noch machen? Was können wir noch? Äxte können wir jetzt selber machen. Wir können. Oh, eine Pickaxe können wir selber machen. Wofür das? Eilspitzen. Oh, wir können uns diese Upgrade-Gears selber machen. Das ist ja auch cool. Okay, warte mal. Kreissäge braucht Strom. Das heißt, wir müssen erstmal Strom herstellen.
War denn hier Strom? Generator war doch hier irgendwo, habe ich doch gesehen. Das ist Brennmaterial, das ist Quatsch. Das ist Essen. Da, Generator. Guck mal, Water Purifier, das ist der, den ich drin gebaut habe. Da gibt es nochmal eine wirkliche Distille, wo ich Schnaps herstellen kann. Wofür eine... Um Sachen zu vernichten. Ja, sorry, aber das werfe ich einfach am Boden. So, wir brauchen Metal Scraps. Wir brauchen 6 Zahnräder. Und Schrott, da können wir einen Generator herstellen. Das ist doch gar kein Thema. 6 Zahnräder. Brauchen wir 24 Barren am Arsch. Das dauert noch. Okay, wer braucht schon Strom? Wird völlig überbewertet. Die ist sehr gut gegen Zombies und hoffentlich auch auf Gegners. Sehr cool. Ist ja sehr gut. So, jetzt wollen wir erstmal pennen, dass es wieder Tag wird. Ich mag hier nicht in der Nacht agieren. Wie sieht's denn aus? Da können wir auf jeden Fall noch schlafen. So, 23 Uhr. Ich sollte sagen, wir pennen mal 5 Stunden. So, da geht langsam die Sonne auf. Wie sieht das hier aus? Da können wir noch kommen. Mutti, Mutti, noch nicht. Ich will noch 2 Stunden schlafen. So, kurz vor 7, das ist noch eine gute Zeit zum Aufstehen. Die Sonne kommt raus, wir können das Licht wieder ausmachen. Wir haben eine Machete. So, wir können Eisen einschmelzen. Das ist schon mal sehr gut. Was haben wir denn hier noch nicht? Verteidigung, Bögen. Da müsste man einen Zombie töten. Ach, Zombie, einen Bär töten. The Longbow. Okay, wir brauchen also das Drying Rack. Da sollten wir uns auf jeden Fall mal drum kümmern. Habe ich nämlich hier irgendwo gesehen. Das ist das Drying Rack. Das heißt, wir brauchen 2 Seile und 7 Stickies. Immer eigentlich Stickies aus Ästen. Sonst kriegen wir keine... Basic Wooden Arrow. Sonst kriegen wir keine. Das heißt, wir müssen wirklich Äste sammeln. Das heißt, wir müssen Bäumchen klopfen. Ah, wie schön, wenn die Sonne aufgeht. Herrliche Stadt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendeinen Trick gibt, mit dem man möglichst viele Sticks bekommt. Also es gibt ja die Möglichkeit, mit dem Messer am Baum zu schnitzen. Damit hat man... damit kriegt man ganz viel Rinde. Aufs Haus, Haus kaputt, Spiel zu Ende. Stick. Das Blatt, ne? Lief, ja. Wenn ich hier wegkloppe, kriege ich auch nichts raus, ne? Das lassen wir einfach mal so liegen. Ups. Ich bin mir sehr, sehr unsicher mit dem Zustandsbalken von dem Baum, wenn du auf den Baum einschlägst. Ich meine, dass es andersrum war, aber ich mag mich auch sehr stark irren. Würde auch viel mehr Sinn machen, wenn ein Zustandsbalken nach unten geht, so nach dem Motto, jetzt hast du einen durchtrennten Baum. Genau, aufs Auto und Autos kaputt, das wäre auch toll. So. So, wir wollten das Drying Rack herstellen. Das Drying Rack braucht 7 Stickies. Wobei die Äste sind wahrscheinlich sowieso. So. Und wir brauchen 2 Seile. Hatten wir Seile schon hier drin? Und da müssen wir nur noch einen Bären töten. Hier hatten wir auch noch Sticks. Na gut. Packen wir sie gleich mal zusammen. Ja, ich glaube, Seile hat man nicht, ne? Die kann man ja aus dem Herstellen. So, das Drying Rack für die Därme, damit wir die Dings machen können. Seile müssten wir hier stellen können, genau, aus Rinde und Blättern. Und hier haben wir Blätter und da haben wir Rinde, aber das wird mit Sicherheit nicht reichen. Ja, da kriegen wir nämlich ein Seil raus. Das heißt, wir brauchen noch Rinde.
Das heißt, wir brauchen noch ein Messer. Und was hier? Graveyard Keeper Style. Hätte ich eigentlich erst den Baum abschnitzen sollen, bevor ich ihn fälle, oder? Kann man den Stumpf hier noch schnitzen? Und wie? Ich glaube, der Stumpf beinhaltet so sämtliche Rinde, die in dem Baum normalerweise ist. Gut. Aber mehr. So. Also zwei Seile geht auf jeden Fall. Genau. Berechnet. 8, 16. Ah, 16 Blätter. Fertig. Zwei Seile fertig. Gut. Dann stellen wir das für die Därme, stellen wir schon mal hier auf. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier davor, ha? Ja. Ist das richtig rum? Ich weiß nicht, wie. Wo ist hier vorne, wo ist hinten? Das Ding, dem wahrscheinlich völlig schnuppe. Dann soll es mir auch recht sein. Gut, da können wir schon mal Därme aufhängen. Dann haben wir noch das... War das andere? Hier. Wir brauchen 21 Nägel, die hätten wir. Wir brauchen noch Bretter und 6 Seile. Ach du Güte. Gut, das ist nicht so wichtig für die Bogensehnen. Dann hätte ich gesagt, wir gehen jetzt auf Bärenjagd. Packen kurz den Kram hier ein, damit wir den nicht verlieren, falls wir kapeister gehen. Da noch ein Barren und die stacken schon. Oh Gott, ey. Messi Minja, Messi Minja. Da weg. Was habe ich noch ausgewählt? So, Axt packe ich auch hier rein, die Nägel packen wir rein, die Barren packen wir rein. Der Brettchen machen wir auch hier rein. Und die machen wir da rein und die Federn. Und da so ein Hammer. Hammer weg. Und die gute Machete, würde ich sagen, packen wir auch hier in die Kiste. Gut, Waffen sind hier, da... Trotze. Geht noch ins Inventar. So, dann hoffe ich, dass der Bär das hinkriegt. Mir mal kurz vor die Flinte zu laufen. Meister Bär. Ibims. Eins Jäger. Wo ist er denn? Mich verarschen? Was? Der steht wahrscheinlich hinterm Baum. Und du hörst eine leise Wimmern. Gibt's doch gar nicht. Jetzt ist der weg. Nee, da ist er. Oder? Ja, da läuft er gegen Baum. Oh! Ihr Lieben, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder von Mist. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.